Woche Neues zu einer weiteren Folge von Rusty Lake, Cube Escape, was auch immer, Samsara Room. Im letzten Part haben wir angefangen und haben schon sehr viel geschafft. Wir waren in Dimensionen, wo wir ein Fisch waren und ein Gecko und alles kopfüber war. Beim Fisch war überschwommen, hier ist unser normales, wir haben ein Herz. Können ja wieder hin und her reisen. Wir haben vier Uhrzeiten und wir haben jetzt das letzte Schlüsselstück für die Uhr gefunden. Und mal gucken. Warum ist jetzt ein dicker Mann in der Uhr? Ich hab ein Déjà-vu irgendwie. Ach nein, den kann man doch jetzt aufschneiden, aber bitte nicht. Ich hab mir kein Messer. Hallo, Fisch? Ein Glas. Der gibt jetzt was. Oh nein. Ach, da ist der Samen. Es ist ein Samen, nur nicht so, wie wir es gedacht haben. Jetzt toll, ist aber natürlich kein Wasser mehr. Ja, kommt davon. Ja, nur weil das ist doch auch einer von der Familie, wie heißen die denn nochmal? Ja, Van der Boom. Van der Boom. Ist das nicht der Oppi? Zack. Hallo? Okay. Ich will wissen, wie das in einer anderen Welt aussieht. Komm, wir müssen nochmal zu Gecko gehen. Als ob er nicht hier ist. Hm. Das ist enttäuschend. Hauptsache umherschwimmen. Komisch, komisch. Aber lass uns den Keimling gießen. Oh je. Wasser. Wasser, sprieße. Dann kommen wir in die nächste Welt, Jan. Können wir den jetzt nicht nehmen? Hä? Nein. Ist der vielleicht in der Welt, wo es verkehrt herum ist? Oder in der. Wir holen erstmal neues. Achso, wir können kein neues Wasser holen. Ja, egal, wir gucken jetzt mal eine Wasserwelt. Ne, ich wollte nur neues Wasser holen, wenn es mir von dass das Glas weg ist. Als ob das Glas einfach verpufft. Das ist ja immer so, Objekte, die man nicht mehr braucht, sind einfach weg, was ich auch gut finde. Ah! Oh. Er liebt mich nicht. Ein Wurm! Oh je, jetzt werden wir zum Wurm. Eieiei, wie das aussieht. Verpass nicht die nächste. Oh nein, Quatsch. Nicht ganz. Oh. Ach, wir sind auf dem Boden. Ich bin so klein. Ein Brief. Ein Brief. Oh, was kommt da jetzt raus? Wir können es nicht benutzen. Das ist ja, eine Aufnahme von diesem Teppich einfach. Alter, die HD-texturierte. Ah, das ist ein Insider von einem der ersten Puffs. Empfehle ich euch. Oh, nein, da ist gerade was lang geflogen, ich hab's doch gesehen. Wir sind einfach zu schwach für. Ja, nimm's raus, schnell! Ich glaub, das dürfen wir so nicht. Wir können einfach gar nichts. Oh nein, ach, hier ist wieder das Blindenblatt. Was denn jetzt? Oh nein. Ja, was, das ist der Mann ja schon weg, aber da liegt noch mehr. Oha, komm. Ja, wir sind jetzt der Mörderwurm. Ich glaub, wir können seine Nippel auf. Oh. Das ist doch schon mal gewesen, dass da. Oh, da war was. Warum sind wir jetzt WTF? Wo warum glitzert's? Sind hier Birken? Wo glitzert's? Da. Was ist das? WTF? Oh, das müssen wir uns merken. Na, hier müssen wir jetzt die Symbole, die wir gesehen haben. Also Wurm war auf jeden Fall Brief. Das erste, wir waren auf jeden Fall das S. Das ah. Eins war dieses. Ja, eins war S. Ihr waren S. Was war denn noch? Ich glaube, Fisch war das. Ein Gecko war das. Easy. Ein Ei. Ich habe Angst. Wir brauchten das. Als ob du auf das Ohr gedrückt hast und dann macht der den Mund auf. Guck mal. Nein. Warum ist das so grau? Oh Mann. Hey. Blütenblatt. Sind die Eier das, was man. Aha. Nee, die Federn sind das, was wir da reinmachen müssen. Die Federn, die Blütenblätter. Wo
Wo ja, rein? Ja, sind zwei. Ja, da in das Ach Ding. So. Und das Ei ist das, was wir jetzt opfern müssen, kann das sein? Ja, das war das Ei. Wir sind Und gleich ein dann sind Ei wir der oder Mann. was? Ich glaube, dann sind wir er sogar. Okay, wie kommst du darauf? Oh, das kannst du wegräumen. Ah! Nee, Weg. musst du wegräumen, Jan. Okay, Dann fehlt noch wo ist eins. das letzte? Kann man das aufmachen? Nee. Was soll das denn? Irgendwas muss Und hier darf noch ich nicht? sein. Und dann mit dem Telefon ist auch noch irgendwas. Bin so klein. Aber wir haben alle Gegenstände schon mal benutzt. Irgendwie geht das ja nicht. Können wir eh das Messer nicht irgendwo reinrammen? Hat doch noch mehr zu tun. Was sind die Gläser da unten? 1, 2, 3, 4. Ja, einfach nur, das erste ist das mit dem Herz, Ah, zweite okay, ist der dann hast du es aber Fisch. schon. Deswegen habe ich ja Ja, gesagt. dann. Aber kann man irgendwo anders abbiegen gleich, wenn du zurückgehst vielleicht oder so? Nö. Ach, es geht kein. Bei den Bäumen ist auch nichts gewesen. Hier ein bisschen Fisch zu essen. Nom, nom, nom. Ein doofes Nicht so Glas ganz. fehlt noch. Eigentlich muss hier noch irgendwas sein. Das muss in dieser Welt sein, ja. Ja, wir kommen hier nicht mehr raus vorher. Wir brauchen ja erst alles, um wieder weiterzukommen. Warum macht das Telefon? Was hast du gemacht? Ja, keine Ahnung. WTF. Du musst diese Dinger richtig schließen. Ich habe keine Ahnung von sowas. Komm, zeig, was du kannst, Jan. Schließe den Kreislauf. Ja, warte mal, was soll mit was verbunden sein? Oh no. Was macht das Alles, jetzt? dass das Telefon funktioniert. Du musst halt die Sachen verbinden. Du musst, ja genau, das. Aber das kann nicht richtig sein. Nein, 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 das geht so nicht. Du musst, ja, das ist richtig. Und das auch. Und das auch, okay. Gut. Muss ich ja gar Easy. nicht erklären. Ich wollte schön Okay. erklären und dann hast du es schon gehabt. Oder? Oh Gott, jetzt wäre mal. Nein, das. Nein, nein. Jetzt Was passiert Sagu. denn? Oh. Was sind wir denn jetzt? Mr. Crow? Ich fühle mich Warum sind wir jetzt ein frei. Vogel? Ja, gut, ein Vogel, okay. Die Haken! Sie verfolgen uns, Jan. Nein, nicht die Haken again. Hä? Wir können es noch nicht entziffern. Oh. Alter, ein Eichhörnchen. Aber das hat jetzt wirklich eine Feder, oder? Warum darf ich es nicht Das, abstechen? ich glaube, wir müssen ihm eine Eichel geben oder so, dass es uns das gibt. Komm, der Schrank muss jetzt aber aufgehen. Ja. Oh. Afternoon ist 14 Uhr. Evening wissen wir nicht, Night and Morning auch nicht. Into the Night. Wurm und Herz und Gecko und Fisch ergibt eine Zahl. Das Gewicht ist 1. WTF. Ah, warte, ich weiß warum. Ich weiß, wie das funktioniert. Ja, Geh warte. nochmal da drauf. Lass uns hier Geh nochmal da erstmal drauf. weiter umgucken. Ich will aber meinen. Ach du lieber Gott. Ich will mein Ding abgeben. Das ist ein Gedicht. Nach dem Sonnenuntergang im Abend flog die Eule aus dem Nachthimmel herab. Der Mond war groß wie nur zuvor. Die Eule blickte nach rechts. Eigentlich reimt sich das. Nein, 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 nein. Du hast das übersprungen und breitete ihre Flügel aus. Dann drehte sie sich zu mir und sprach die folgenden Worte. Denk an deine Aufgabe. Sie blickte nach links und sagte, du musst dich in etwas anderes verwandeln. Finde die Erleuchtung.
Sie blickte mich an. Wenn die Sonne morgens aufgeht, sie drehte ihren Kopf nach hinten und ging. Verschwand. Ja, jetzt, wenn du alle Sachen geöffnet hast, will ich mal meine Vermutung äußern. Genau, dieses Gewicht, das steht ja für eins. Wenn du jetzt da drauf gehst auf das andere, da sind die Sachen abgebildet. Vielleicht kann man jedes einzelne Ding wiegen. Wahrscheinlich. Und dann kommt eine Zahl raus und die ergibt eine Uhrzeit. Der Wurm ist wahrscheinlich dann eins, nehme ich jetzt mal an, weil, okay, es kann natürlich auch zwei sein. Nee, es muss eins sein. Und dann kann es auch 19.30 Uhr sein und so Sachen. Wäre jetzt mein Tipp. Naja, wahrscheinlich wird es null nicht geben, weil was wiegt schon null? Tust du? Ah ja! Oh. Aber wir brauchen doch das Ei. Okay. Da ist ein Rotkehlchen. Oh, das muss, oh, da ist irgendwas, was wir uns merken müssen. Vielleicht hast du es schon. Wie auch immer der anders. Es müssen drei von denen sein, oder? Hä, warum hat er den Mund offen, die anderen zu? Jetzt sind es ganz andere. Willst du den Wurm verfüttern, also? Was ist denn hier für eine Regel, ey? Warum klickst du den an? Was ist deine Taktik? Ich hab keine Ahnung. Irgendwas versuchen. Klick doch mal immer den an, der den Mund offen. Okay, jetzt geht's nicht. Ja, deswegen, es ist ja ziemlich oft, dass es zwei sind. Ich hätte gesagt, es müssen drei Rotkehlchen sein am Ende, aber ich weiß es nicht. Gibt's da irgendeine Regel? Stimmt, aber frag mich nicht wie. Immer der, den du anklickst, ich weiß ja nicht. Der bleibt gleich. Das ist komisch. Die Frage, ob wir überhaupt schon was machen können hier. Oh, jetzt sind es zwei. Denke es mal schon. Ist das komisch? Wir gucken erstmal weiter. Oh, da sind die Uhrzeiten für die... Hey, wir wissen, wann morgen ist. Du kannst die Uhrzeit schon aussuchen. 14 Uhr war es, ne? Ich habe mir das nicht gemerkt. Das erste war 14 Uhr. Können wir nochmal gucken. Die Afternoon. Ah, das heißt, wir wissen es doch noch nicht, okay. Aber können wir die umstellen? Wahrscheinlich nicht. Also wir können jetzt nicht auf den verschiedenen Uhrzeiten gehen. Also die verschiedenen Sachen halt Mittag, Nachmittag, ja, ich glaub, Nacht oder so. Nacheinander dann. Ja, okay, dann müssen wir rausfinden, was morgen ist. Das heißt, ich würde sagen, in den nächsten Bildschirm, oder? Ach, da ist keiner mehr. Das ist ja doof. Wir waren in jedem. Was ist denn jetzt? Wie kann man das denn da mit dem Wiegen machen? Kannst du an diese... Nee, du kannst wahrscheinlich an die Schnüre nichts ranhängen, oder? Hm. Ja, hab ich schon versucht. Und der Spiegel? Hast du schon mal in den Spiegel geguckt? Ja, hat man doch ganz am Anfang. Okay. Und wie ich fühle mich frei, hat er doch gesagt. Aber die Schnüre, da müsste doch irgendwas machbar sein. Das Telefon ist immer noch dieses Fragezeichen. Kannst du da draufklicken oder hast du es schon versucht? Ja, ich, wenn ich draufklicke, geht's hoch. Oder hörst du, was der sagt? Nee, es ist nur so ein Riss. Oder warte mal, doch, irgendwas? Ja, keine Ahnung, nee. War der da? Im Buchstaben ist nichts mit dem Kannst du, ja? Kannst... Nee, kannst du unten auf den Uhrenkasten klicken? Wahrscheinlich nicht. Mm-mm.
Damit hat das aber auch nichts zu tun, oder? Das Gedicht muss doch irgendwas zu tun haben, aber die Frage ist, was? Es ist halt sehr lang und hat sehr viel zu sagen. Man kann halt auch nicht sagen, immer der anders ist, weil es gibt auch manchmal drei verschiedene Andere. Ja, jetzt habe ich halt alles. Oh, das eben sah aber gut aus. Was denn? Das, wenn ich neu anfange, immer gleich. Hä, von gucken jetzt in verschiedene Richtungen. Es muss eine Regel geben, was die Vögel machen, wenn du auf den einen klickst. Wird jetzt aus dem rechten Rotkehlchen? Ja. Das heißt, aber warum ist der eine mit Schnabel offen und der andere nicht? Was ist denn jetzt los? Oh. Was ist denn jetzt los? Hä? Kannst du den ziehen? Auf was soll ich drücken? Messer. Ja, nee, auf was ich drauf drücken soll. Auf den Finger, oder? Ja, am Finger. Hä? Was war das? Du hast es kaputt gemacht. Ja, was hättest du gemacht? Jetzt auf das weiße Küken, wo das Einzige, was wir noch nicht drauf gedrückt hatten. Ja, ich sag mal so, Leute, das ist gleich toll. Wieder. Okay, so, vielleicht haben wir es wieder. Dann der Finger. Dann das weiße Küken. Dann das weiße Küken mit Schnabel auf, oder was? Nee, okay. Okay, vielleicht haben wir es jetzt verstanden. Vielleicht aber auch nicht. So, weißes Küken mit Schnabel auf. Das heißt, jetzt weißes Küken mit Schnabel zu. Das ist jetzt das Küken, was nach vorne guckt. Und eine Feder. Herrgott, hey Eichhörnchen, mal, wo sind Sie? Hey Eichhörnchen. Nee, das gibt uns nicht die Feder, weil wir eben... Doch, da kriegt es noch hinhalten. Eine Feder. Ja, nimm die auch. Warum nicht? Ja, toll, dann sind wir jetzt nicht, aber auch nicht weiter, außer dass wir jetzt eine Feder hier reinlegen können. Ich glaube, wir müssen das Gedicht verstehen. Und irgendwas muss mit den Sachen sein. Man muss die irgendwie wiegen können. Kannst du nicht irgendwas mit den Haken machen? Probier doch nochmal. Ja, Streichhölzer nicht. Und dann den anderen? Hä, was soll das? Das Gewicht könntest du auch nicht dranhängen, oder? Das hast du versucht, glaube ich. Hatte ich eigentlich auch versucht, ja. Das ist komisch. Kann man irgendwie rausfinden, was das ist vielleicht? Weil wenn du jetzt nochmal das durchliest, da wo das steht, da muss doch irgendwas stehen. Boah, voll keine drauf. Einfach mit dem Gewicht auf das Ding drauf, du fliegst runter. Schade. Ich hier jetzt wieder irgendwas verändern? Wahrscheinlich auch nicht, ne. Also ich wäre dafür, dass du nochmal in den Schrank guckst. Ich will gucken, dass wir irgendwie die Uhrzeit für den Morgen rauskriegen vielleicht. Darf ich mal fragen, was das soll? Ich habe nur ein, zwei Sachen. Nicht random. Nicht random. Okay. Aber das ist ja nur Nacht, was da angezeigt wird. Wenn man diese Uhrzeit macht, dann ist es Nacht, oder was? Natürlich ist das Gewicht 1, aber wofür Gewicht? Keine Ahnung. Vielleicht hat das Gedicht was damit zu tun. Ich glaube, das Gedicht war... Nee, es macht aber auch keinen Sinn. The sun and the evening. The old hair is your nightmare air. The moon was larger.
So, who looked at the right while he spread his wings? He turned and looked at me. Spoke these words. Do not forget your purpose. He looked at the left. Irgendwas mit links gucken, rechts gucken. Wo kann man denn was mit schauen, wo du hinguckst? Ich bin verwirrt. Ich auch. Den Baum abverklemmen. Ich glaube, das wäre nicht gut. Doofen Haken müssen auch irgendwas machen. Also Haken und Telefon. Als ob wir nichts... Irgendwie... Kannst du das durchschneiden? Nee, das bringt ja auch nichts. Hey, kannst du das vielleicht nach links lenken oder nach rechts? Ich habe keine Ahnung. Was jetzt? Ja, dass das wegfliegt. Oder fliegt das immer nach oben weg? Ja, was weg, denn? Oder kannst du das... Ach so, das. Dass es da rauskommt, ja. Wenn ich anklicke, geht es immer nach oben. Ah, okay. Musst du das anklicken oder kannst du jetzt vielleicht auch... Ja, das Telefon kannst du da nicht mehr anklicken, oder? Wenn du dann einmal geklickt hast. Du kannst jetzt noch aus das Telefon gehen. Ja, dann ist es auch weg. Okay. Das ist interessant. Einfach Gewicht drauf fallen lassen. Hä? Wo hast du drauf geklickt? Auf die Wolken. Was sagt uns das, dass das eine ein Fisch ist und das andere? Der Wurm. Ja, du musst das so erreichen, dass die so stehen bleiben. Ah. Das denn? Ist ein... Soll das ein Herz sein? Ei. Oh, jetzt ist das auch fertig, gut. Der Gecko ist noch nicht ganz, aber der Wurm. Ja, mach's mit Gefühl. Ja, mit Gefühl. Und der Fischli. Lass mich raten, wir kriegen... Was bist du denn? Ganz ruhig, Jan. Eine Uhr, oh, das ist eine Uhrzeit. Zehn vor halb irgendwas? Oh, jetzt ist es... Ist das 14 Uhr? Nein! Es ist ja wahrscheinlich so, alles anders. Oha. Hörnblume. Ach, da war ein Papierflieger. Hallo. Stürzt ab. Hallo, Mr. Sonne. Ja. Musst du dir irgendwo hin tun? Hinter den Blumending oder was? Ich glaube, da war wieder Papierflieger. Hier ja, ändert sich nichts. Haken, ha. Pension? Nee. Persiu. Weiß ich nicht. Tja, schwierig. Steht halt safe auf dem doofen Papierflieger drauf. Kannst du den gegen die Sonne fliegen lassen? Nee. Rise up. Ohne Feder. Und ein Telefonhörer. Aber das ist wahrscheinlich der Tipp fürs Telefon. Ja. Rise me up and here I am a Coco. Nee, so geht das nicht. Riese up. Oha. Alter. Was tust du? Wow. Nee, er ist weg. Er ist woanders. Hm. Guck.
Komm ruhig nochmal hoch, Hand. Kinette. Da ist noch ein Sack dran, schneid ihn ab. Geht nicht. Was willst du denn? Gewicht, eine Sonnenblume. Jedenfalls die zweite Feder schon mal einfügen. Ja, wir können den Part auch hier beenden, wenn du willst. Das ist eine gute Länge. Was es mit diesen Heißluftballon auf sich hat, wenn wir dann im nächsten Part gucken. Wir haben ja noch ein paar Sachen, die vielleicht Sinn ergeben. Ihr solltet den nächsten Part auf jeden Fall nicht verpassen und ein Like da lassen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.